Mit EM-Pokal, dafür mit etwas Verspätung, um kurz nach 14 Uhr betraten sie wieder deutschen Boden. Die deutsche Frauennationalmannschaft noch nicht ganz ausgeschlafen, denn die Mädels wissen, wie man feiert. Heute früh sind wir dann nochmal alle zusammen in den See gesprungen und jetzt im Flieger war irgendwie Totenstille, weil alle total müde waren logischerweise, aber es war eine grandiose Nacht, wir haben total viel Spaß gehabt, wir haben richtig abgerockt und es war richtig cool. Dass die Silvia Knight-Truppe nach durchwachsenem Turnierstart überhaupt Norwegen im Endspiel 1:0 bezwingen konnte, hat sie auch ihrer Torhüterin Nadine Angerer zu verdanken. Die ehemalige Frankfurterin mit gleich zwei parierten Elfmetern und überglücklich. Ja, natürlich war ich zufrieden, klar. Und natürlich habe ich mich auch riesig gefreut. Ich meine, das hätte man ja vorher nicht besser in einem Drehbuch schreiben können. Aber letztendlich ist es ja fantastisch ausgegangen. Wir sind Europameister geworden und bin natürlich total happy und total stolz auf uns. Es war insofern was anderes, weil ich auch noch nie erlebt habe, dass es in einem Finale zwei Elfmeter gibt gegen uns und die Nadine Angerer es schafft, zwei zu halten. Also 2007, wissen wir ja alle, hat sie auch einen gehalten gegen Brasilien. Das scheint ganz normal zu sein für sie einzuhalten, aber jetzt zwei, da war auch ich überrascht und habe gedacht, naja, also vielleicht hat es der Gegner heute gegen uns sehr, sehr schwer, noch ein Tor zu schießen. Nach dem kollektiven Siegerständchen ging es für die frisch gebackenen Europameisterinnen dann natürlich standesgemäß in Richtung Römerbalkon.